Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist in der Tat heute ein historischer Tag. Das ist vor allem ein schlimmer politischer Tag, den wir heute haben, denn wir werden gleich leider Gottes mit einer sehr großen Mehrheit das wohl größte Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik hier verabschieden. Und Genosse Klingbeil, es ist auch das größte Militarisierungsabkommen, was hier gleich entschieden werden muss. Achten Sie mal auf die Sprache allein hier im Hause, wie man sich abfeuert, wie viel Schuss Munition man wohin liefert. Wo sind wir hier eigentlich hingekommen? Man erkennt sie an der Sprache, liebe Kolleginnen und Kollegen, um das hier auch mal für uns ganz klar zu sagen. Leider wird es heute kein 60 Milliarden Euro Sondervermögen für den unfassbaren Investitionsstau in den Krankenhäusern geben. Ich weiß nicht, ob Sie die Meldung gesehen haben. Auf den Kinderintensivstationen in diesem Land können zurzeit ein Drittel der Betten nicht belegt werden wegen fehlendem Personal. Dafür heute haben wir aber mal ruckzuck 100 Milliarden Euro. Zum Zweiten. Es gibt kein 46 Milliarden Euro Sondervermögen, um die maroden Schulen, die staatlichen maroden Schulen in diesem Land mal auf Vordermann zu bringen. Da muss man seinen Kindern mal erklären, wenn sie fragen, warum eigentlich die Schultoilette so aussieht, wie es ist, und sagt, ja Mensch, dafür ist aber im Bundestag kein Geld da. Aber für Panzer und Haubitzen ist Geld da. Das ist eine aberwitzige Politik, um das auch in aller Klarheit hier zu sagen. Sie haben es ja mitbekommen im Rahmen des G7, Frau Außenministerin, im Rahmen des G7-Gipfels gab es den Hilferuf der Vereinten Nationen, dass akut 4,2 Milliarden Euro benötigt werden, um eine sich anbahnende Hungerkatastrophe in Afrika zu bekämpfen. Allein in Somalia sind laut Vereinten Nationen 350.000 Kinder akut vom Hungertod bedroht. Die deutsche Beteiligung, ich will das hier mal in den Vergleich rufen, am World Food Programm ist 70 Millionen Euro. Das ist übrigens exakt die Höhe, nämlich genau die Hälfte, das, was Sie heute beschließen, von einem F-35-Kampfjet. Der kostet 145 Millionen Euro. Was für eine perverse Politik angesichts des Zustandes in Afrika. Und ich will Ihnen auch noch mal sagen, es gab ja in der SPD, einige von den Älteren sind ja noch dabei, Sie hatten ja früher mal zumindest in diesen Fragen eine gefestigte Position. Und auch bei den Grünen sind ja noch ein paar von den ergrauten Kolleginnen und Kollegen dabei. Es gab damals den richtigen Ausspruch, Kollege Mützenich, Kollege Trittin, den richtigen Ausspruch, Rüstung tötet auch ohne Krieg. Das ist die Wahrheit, und deswegen wird so etwas mit der Linken niemals möglich sein, dass zumindest hier einer noch diese Fahne hochhält, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zum Schluss kommen, oder ich muss leider natürlich, das ist ja bedauernswert, zum Schluss kommen und könnte jetzt noch viel über eine unseriöse Beschaffungspolitik und so weiter und so fort sagen. Das hat ja der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lindner, ist jetzt ein bedeutender Staatsmann, Sie müssen zum Schluss immer darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht geht. Und ich will zum Schluss sagen, es ist ja bei Ihnen allen so, man hadert ja manchmal auch mit der eigenen Partei oder mit der eigenen Fraktion und ist nicht so zufrieden oder auch mal genervt. Heute, bei den Grünen völlig fremd. Sowas. Aber heute will ich Ihnen mal sagen, auch ich bin manchmal von meiner Partei genervt. Das kommt selten vor. Aber heute bin ich froh und stolz, der einzigen Partei anzugehören, die diesen Aufrüstungswahnsinn nicht mitmacht und auch niemals mitmachen wird. Vielen Dank.